die erwarteten hohen Besucherzahlen der neuen Mitte Oberhausen zu bewältigen und die Belastung für die Anwohner zu verringern, wird das ÖPNV-Netz verbessert. Kernpunkt bildet eine neue Nahverkehrstrasse, die in weiten Teilen dem Verlauf alter Werkbahntrassen folgt. Ab der Haltestelle Landwehr wird eine Straßenbahn eingesetzt, die der Mülheimer Straße bis zur Kreuzung Danziger Straße folgt. Hier wird der Trasse eine aus Mülheim-Dümpen kommende Linie zugeführt. Über die Danziger Straße führt die Fahrt zum Hauptbahnhof Oberhausen. Hier bietet sich eine Umsteigemöglichkeit für Fahrgäste aus allen Teilen Oberhausens und der angrenzenden Städte. Parallel zu den vorhandenen Gleisanlagen der Deutschen Bahn verläuft die Trasse in Richtung Arbeitsamt Oberhausen. Ein geplantes Gebäude bildet mit dem Arbeitsamt das Entree zur stadtgestalterischen Anbindung der neuen Mitte Oberhausen an das Zentrum Alt-Oberhausen. Nach einer Unterquerung der Mülheimer Straße trifft die Straßenbahn an der Haltestelle Arbeitsamt Oberhausen ein. Absenkung dieser Haltestelle ist auch erforderlich, um den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr eine unbehinderte Ausfahrt aus dem Gelände zu ermöglichen. Nun wird die Trasse über eine Steigung zur Henkelmannbrücke geführt, wo sie die Gleise der Deutschen Bahn überquert und die Haltestelle im Lipperfeld erreicht. Hiermit wird eine bequeme Anbindung der umliegenden Betriebe an den ÖPNV erreicht.
nächste Haltestelle bildet den optischen und funktionalen Mittelpunkt der neuen Trasse. Die neue Mitte Oberhausen. Die Haltestelle Neue Mitte, deren Farbgebung noch heiß diskutiert wird, liegt zentral in unmittelbarer Nähe der Hauptnutzungen. Kurze Taktzeiten tragen zusätzlich zur Attraktivität des ÖPNV bei. Gutachten gehen davon aus, dass täglich etwa 40.000 bis 50.000 Menschen die Neue Mitte mit der Straßenbahn erreichen werden. Sodann führt die Trasse in den Stadtteil Osterfeld, wo an der Wertfeldstraße eine weitere Haltestelle eingerichtet wird. Nächste Haltestelle ist Eisenheim. Auch hier wird eine neue Haltestelle entstehen, um auch diesen Stadtteil besser an den ÖPNV anzubinden. Über eine weitere Haltestelle am Presswerk führt die Strecke ihrem Endpunkt am Bahnhof Oberhausen-Stärkrade entgegen. Neben dieser zentralen Straßenbahnlinie werden Bus- und Schnellbuslinien eingerichtet, die zum Teil ebenfalls die neue Trasse nutzen und andere Stadtteile schnell und bequem an die neue Mitte Oberhausen anbinden. Das gesamte Nahverkehrsnetz Oberhausens wird durch diese Maßnahmen besser, schneller und damit attraktiver werden. Was nicht zuletzt der Umwelt zugutekommen wird.